Hallo, willkommen zurück zu... Ich habe deine Nummer von der Wache bekommen. Ich schulde dir noch einen Kaffee. Wie wär's? Hast du Zeit? Aha. Willkommen zurück zu Alarm für Cobra 11 Burning Wheels. Ich habe da gerade im Stadion meine Streifefahrt begonnen und natürlich ja, gerne, gleich Paul. Die Kaffeefahrt. Gratis Kaffee bin ich immer zu haben. Ich habe eh gleich Feierabend. Die Kaffeefahrt Teil 2 als Auftrag kriegt. So, na, erledigen wir die gleich mal. Sehen wir einen Ben Hocke drin, gut. Oh, geheime Wege, da haben wir wieder. Achso, den sind wir schon gefahren. Ja gut, wir fahren gerade zurück wieder zum Polizeirevier. Vorne sieht man schon das rote Leuchte. Ja, und dann gucken wir mal, was da so abgeht. Kaffeefahrt Teil 2, vielleicht ist ja wieder ein kleines Wettrennen oder so. Vielleicht aber auch nicht. So, parken wir schön ein, zack. Naja, mehr oder weniger schön. Und was passiert jetzt? Sachschade 10.000, okay. Wir müssen bloß einen Punkt erreichen, können uns sogar Zeit lassen, okay. Ich glaube, das kriegen wir gerade nur noch. Musst du bloß kein Auto lernen? Ach so, das ist das. Okay. Ich erinnere mich, wir müssen jetzt zur Raststätte fahren. Die ist aber auf der anderen Seite von der Autobahn, deshalb müssen wir schon mal dann rüber. Das ist mal kreative Straßenführung da, ne? Und auch nicht jeder. So. Mit null Schade. Sachschade, Dings. Oh, ein Kombi. Hui. C-Klasse T-Modell wohl nachempfunden. Hi, Semir, grüß dich. Ich hab uns schon mal einen Kaffee bestellt. Erzähl mal, wie geht's Frau und Kind? Oh, die beiden kommen ganz gut mit mir aus. Sag mal, hast du schon wieder ein neues Auto? Nee, ist der Kombi von meiner Frau. Wie sieht's aus? Lässt dich denn deine Familie ab und an mal auf ein Bierchen aus dem Haus? Klingt nicht schlecht, Paul. Frau und Kind sind bei Schwiegereltern, hab ich eh abgewunken. Entschuldige, Semir. Kein Problem. Ja, was willst du? Ich hab doch gesagt, bald. Ja, ich bin an ihm dran. Nein, ich melde mich später. Alles in Ordnung mit dir? Wo gibt's das Bier? Na, bei mir natürlich. Wollen wir los? Nehmen wir gleich die Autobahn? Die Autobahn? Um diese Uhrzeit? Da sind wir doch auf der Landstraße doppelt so schnell. Oder willst du mich herausfordern? Ich denke immer noch, dass die Autobahn schneller ist. Na, dann beweis es doch. Ich nehme jedenfalls die Landstraße. Wer zuletzt kommt, holt das Bier aus dem Keller. Ha. Autobahnpolizei, klar ist die Autobahn schneller. Wir schalten das Blaulicht ein und legen los. Niedrigen wir leider keins. Aber, dann geht's erstmal voll auf die Autobahn. Ist doch alles frei, da ist doch kein Stau. Ja. Das Spiel ist halt noch aus dem Jahr 2008. Da hat es noch nicht so viele Autos gäbe. Gut, es hat es schon gäbe, aber. Naja. Was zur Zeit. Die Straße los ist, ist ja nämlich normal. Muss man schon mal sagen. Da ist der Hanna richtig leer im Gegensatz. Ja, wir fahren einmal über die Raststätte. Der im Level immer keine kaufen, da rechts am Straßenrand. Und jetzt machen wir die Sirene aus, weil mit der Zeit geht sie doch ein bisschen auf die Senken. Gut. Also, wir fahren zum, wie hat er jetzt wieder Kaiser, habe ich vergessen, Tom oder so? Zudem fahren wir heim, zum Bierle trinken. Im Dienst natürlich mal wieder. Nein! 8 von 10%. Na, ich weiß nicht, ob das was wird. Wie sieht's Auto aus? Ah ja, kann man lassen. Man müsste ja der Chefin nicht gleich sagen, dass man gerade zum Paul hat der Kaiser Fahrerwelle hin zum Bier trinken und ein Wettrennen gemacht hin während der Dienstzeit. Ach ne, Dienst ist ja vorbei, stimmt. Also ist trotzdem der Dienstwagen. Nur ja. Ist nicht unser Problem. Der Steuerzahler zahlt mit mir. So. Noch mal was Meter bis zum nächsten Checkpoint.
Was ist da oben? Der Windpark. Was weiß ich was? Energie für die Zukunft, aus der Zukunft. Schande der Zukunft mit Energie. Gut, ich glaube, wir sind gleich da, wenn ich die Autobahn nämlich verlasse. Aha. Bin mal gespannt, ob der jetzt schon da ist mit seinem. Oh, da unten kommt noch. Ohohoho. Das wird eine knappe Nummer. Wo ist er? Ah ja, da hinten kommt noch. Das gibt's doch nicht. Du hast schon wieder gewonnen. Komm rein, ich hol das Bier rauf und dann machen wir einen echten Männerabend. Männerabend am helllichten Tag, das gibt's bei Alarm für Cobra 11. Jawohl. Okay, Männerabend war wohl schon vorbei. Gehen wir zur Abwechslung mal wieder in die Stadt. Und nehmen wir, was nehmen wir denn? Komm, der Karre ist so gut gefahren, den nehmen wir gerade nochmal und drehen mit dem mal eine Runde. Doch heute lenken wir halt irgendwie ab mit der Praktikantin oder sowas. Und dann ist der Weg frei für den Alligator B-Turbo. Hey, da unten ist ein Dings, da fahren wir mal nach. Mal gucken, was das da ist. Wohl eine Mission? Ein Raser, oh. Ja, ah, Sachschade 60.000, 15%, geht übrigens. Oh, auch ein Alligator B-Turbo. Aber hallo, der ist ja wohl ein bisschen schnell unterwegs. Dann lass uns mal sein Temperament zügeln. So, dann zeigen wir mal, was unsere 500 PS können. Was müssen wir machen? Stoppe? Ausbremse, okay, das kriegen wir vielleicht, ne? Das ist ja dreist. Da taucht die Polizei im Rückspiegel auf und dann dreht er noch richtig auf. Naja, richtig aufgeregt war das jetzt nicht. Ich hoffe, es kommt kein Zug, das wäre natürlich jetzt lustig. Mehr Sie haben es wohl ein bisschen eilig. Naja, wir es geschafft. Ja, Meister, ich habe keine Zeit, muss zu einem wichtigen Meeting. So, pass mal auf, mein Freund. Erstens bin ich kein Meister, sondern von der Kripo Autobahn. Und zweitens nehmen wir uns jetzt auf dem Revier sehr viel von Ihrer Zeit, um Ihre Aussage zu protokollieren und eine Anzeige zu schreiben. Ja, das ist viel Zeit, um darüber nachzudenken, demnächst ein bisschen früher loszufahren, um pünktlich zu sein. Zug kommt. Wey! Gerade nur Krieg, ey. Okay. Wir haben aber die Mission geschafft. Die war ja ratzfatz vorbei. Machen wir wieder. Obwohl, mal anders. Starten wir mal am Kiosk. Oh, ein normaler B-Turbo. Oder ein. Der gefällt mir doch viel besser. Fedder V8. Gut, der andere war auch von V8 wahrscheinlich. Aber Ami V8 ist doch halt ein anderer Sound. Okay. Müssen wir auf eine Mission nachfahren oder kriegen wir einen Anruf? Ich sehe nichts, also kriegen wir einen Anruf. Wird dann wohl. Das Dings, das sei mit der Geißel, was wir noch im Hinterkopf hängen von der letzten Mission. Ben, wir haben eine Entführung und unsere gesamten Einsatzkräfte sind unterwegs, um die Geißel zu finden. Drehen Sie in unserem Bezirk jeden Stein um. Es ist wahrscheinlich, dass sie irgendwo in den alten Industriehallen, dem Containerhafen oder der Zeche versteckt wird. Aber auch ein Ort an der Autobahn ist möglich. Alles klar, Chefin, wir machen uns auf die Suche. Die Sache hat einen Haken. Die Geisel trägt eine Bombe und der Entführer hat gedroht, dass die Geisel in die Luft gesprengt wird, wenn wir seine Forderung nicht erfüllen. Die Forderung läuft in wenigen Minuten ab. Ja, und ich dachte schon, wir würden mal zu einer Zeit informiert, wo man mal in Ruhe suchen kann. So, machen wir auch. In Ordnung, Chefin, und zwar schon unterwegs. Schwer. Und jetzt ist die Frage, wo müssen wir noch fahren? Ah ja, okay. Weiß ich Bescheid, müssen wir dort links. Ja, links. Jetzt fahren wir einfach mal 400 Grad links, dann sind wir auch wieder richtig. Oder 405 Grad von mir aus. Oh, fahren wir wieder. 270 Grad links. Oh, und schon die Ausfahrt verpasst. Ich sollte mal auf der Radar ein bisschen gucken. Und den Zug beachtet, der wird nämlich auch gleich wieder kommen. Naja, gut, jetzt halten wir mal da auch und gucken, was Sache ist. Spaß gibt's denn. Was sind das für gute Preise da, Hanna? Benzinbleifrei 1,24, Benzin superbleifrei. Krass. Da hätte ich auch gern tanken.
So, in 7 Minuten 14 Dinger abfahren. Das ist natürlich einige Zeit. Und vor allem wird reinlicht vollgeklebt. Aber das heißt gleich demnächst. Naja, wird es halt wieder ein bisschen länger. Nitro immer nicht mal. Okay. Haben wir nicht genug Power in unserem. Oh. Ach, Sachschadelimit haben wir auch noch. Oh. Habe ich gar nicht bemerkt. Wenn wir uns da an das Gerücht umfahren, das weiß ich, glaube, dann sind wir schon drüber über dem Limit. Ach, da unten in den Tunneln, nein, stimmt. Ich erinnere mich. Und da ist ja Auto, uiuiui, das hat sich da tammt im Gras. Das war natürlich jetzt knapp. Gut. Hier haben wir das. Fahren wir gerade mal dort rum. Gehen wir dort hin. Ah, in der Dings hatte da drin. Genau da. Und 2-1 und weiter geht's. So. Okay, Zeche können wir wieder verlassen. Dann haben wir wohl alle Dinger abgecheckt. Alle Verstecke. Wow. Das war, Straßenlaternen für 202 Euro. Das ist natürlich jetzt nicht so gut gewesen, dass wir die mitnehmen. Wenn es nachher um die 200 Euro geht, dann war die Straßenlaterne das Entscheidende. Aber momentan haben wir noch ein Spiel nach oben. Vielleicht gleich nehmen wir den Sperrmüll umfahren. Oder die Schranke. Was kostet die? Schranke kostet 150. Okay, das ist so Schranke-Bilche, als eine Straßenlaterne. Ja gut, vielleicht Elektrik da drin. Und wenn wir nur mit Schranke, wird wohl dann auch 150 kosten. Ja, Tatsache. Was haben wir da so? Irgendwelche Schilder. Die lassen wir einfach mal stehen. Das sind ja professionelle Autofahrer. Aber da vorne durch den Zaun durch, da wird's teuer. Obwohl, eigentlich sind es ja bloß ein paar Brettle. Zack. Was kostet das? 770 Euro. Klasse Sache. Sondere Zauber. Gut, deutsche Eiche und so. Holz hat halt auch seinen Preis. Das war ein Kratzer im Lack für 360 Euro. Das waren zwei Andreaskreuze, die blinkten für insgesamt 1013 Euro. Boah, das wäre fast die ganze Ladung. Glasscherbe gewesen. Hm. Ah ja, nur 5 Dinger haben wir jetzt gleich geschafft. Und die geglaubt, relativ gute Zeit. Erstaunlicherweise. Die Frage ist natürlich, wie es mit Züge und Sachschaden so aussieht. Ah gut, das Fahrwerk ist ja abgenutzt für 40 Euro. Aber das ist ein Geländewagen. Geht es. Was auch so Sache ist, die Mission hat man ja glaube mit fast jedem Auto spielen können, wenn man da jetzt später einen Rennwagen nimmt. Und einfach nur irgendwo runterschanzt, ist gleich so viel Schade. Da ist es manchmal besser, wenn man langsam das Auto nimmt. Wird es zwar zeitlich ein bisschen enger, aber mit dem Sachschaden hat man mehr Spiel. Aua, was war denn das? 38 Euro Unnummel und das ist 120 Euro. Okay. Oh, müssen wir da vorne schanzen? Wenn ja, könnte es gleich teuer werden. Wenn wir das nämlich nicht ideal nachkriegen und müssen tatsächlich schanzen. Aber
Das hat halbwegs gut geklappt. Ich glaube, es sind 500 Euro für einmal Chance. Okay. Kann man lassen. Und ja, fahren wir weiter. Ja, die Beschleunigung ist schon nicht schlecht für so 2,5 Tonnen Pickup-Gedöns. Halt, wenn wir sie da abbiegen, danke. Ja, hup du ruhig, wir sind eigentlich müssen von der Polizei, auch wenn man das nicht sieht. Ja. Und das letzte Schild, 600 Meter, das ist gar nicht mal so weit. Jetzt darf uns bloß kein Zug erwischen oder zwei Autos den Weg fahren, das wäre natürlich jetzt ein bisschen negativ. So, immer scharf links. Straßenschild. Eine Ampel war es glaube ich auch noch, aber das macht gar nichts. Da kommen wir auch noch durch den Zaun. Das wäre ja jetzt bitter, wenn man mit seinem Schadenslimit schon so nahe am Limit wäre und nämlich durch den Zaun könnte. Und siegten. Eine neue, erfolgreiche Tat vom dynamischen Duo. Jetzt müssen wir nur noch den Kerl ausfindig machen, aber so viele Spuren, wie der hinterlassen hat? Ah ja, okay. Dann geht's wohl weiter mit der Geiselsuche in Folge 5 nach 4 kommt 5, so ist korrekt. Also gut, dann macht's gut und schaltet wieder ein beim nächsten Mal, wenn's weitergeht mit Alarm für Cobra 11, Burning Wheels und der Suche nach der Geisel. Und tschüss.